Alltag an der Medizinischen Hochschule Hannover. Oft kommen die Krankentransporte im Minutentakt. Es geht um schwerste Erkrankungen, für die es vielleicht nur hier noch eine Heilungschance gibt. Schlimme Unfälle, die das Leben der Betroffenen von einem Moment zum anderen aus dem Gleis werfen. Besonders auf der Kinderintensivstation erleben Ärzte und Pflegekräfte immer wieder, dass Angehörige unter einem solchen Schicksalsschlag zusammenbrechen. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es gibt Familien, die in eine tiefe Traurigkeit oder Depression verfallen, die nicht mehr kommunizieren können und sozusagen sich komplett in sich zurückziehen und mit uns nicht mehr reden können, weil sie so sehr traurig oder depressiv sind. Dann gibt es durchaus auch mal Eltern, die sehr aggressiv sind, die nicht verstehen, warum ihr Kind so krank ist. Diese Aggression, die richtet sich jetzt vom Prinzip her natürlich nicht gegen das medizinische Personal, was das Kind versorgt, aber oft ist das nicht steuerbar, sodass diese Aggression offen zutage tritt und das natürlich das Personal abschreckt oder zurücktreten lässt und auch wieder die Kommunikation zusammenbricht. Dann gibt es Eltern, die verhandeln wollen, man könnte nur noch dies oder jenes machen, dann wird das sicherlich alles besser. Also alle diese vielfältigen Reaktionen, die treten auf und manchmal ist es mit ihnen natürlich sehr schwierig umzugehen. Am einfachsten ist es, wenn die Eltern sehr ruhig und kontrolliert reagieren, auch für uns. Aber wenn zum Beispiel Aggression oder völlige Kommunikationslosigkeit auftritt, dann erreichen wir die Eltern natürlich auch nur noch sehr, sehr schwer. Es kann jeden treffen. Aber gegen die Hilflosigkeit wollen Sie etwas tun. Ärzte und Krankenschwestern der MHH und aus 43 anderen Kliniken in Norddeutschland. Für mich am schwierigsten oder am belastendsten sind die Fälle, die eben akut eintreten. Gesunde Kinder, die auf dem Weg zur Schule vom Auto angefahren werden oder vor dem Bus laufen und dann entweder versterben oder so schwere Hirnverletzungen haben, dass sie schwerst behindert bleiben und die ganze Familie und letztendlich auch das Kind, wenn es überlebt, in eine ganz neue Situation geworfen werden. Die Eltern sind hilflos. Die wissen nicht, was jetzt kommt, was passiert. Und da möchte ich sie gerne abholen und dahin führen, dass sie mit der Situation lernen, umzugehen. Zum Krisenbegleiter durch kompetente psychologische Schulung. Machen wir mal eine Skala auf von 0 bis 10 Punkten. Die 10 wären eben, ich fühle mich da grundsätzlich und immer in allen Situationen gewachsen, dem gewachsen. Bin, fühle mich da wohl, sicher, gelassen. Oder die andere Seite wäre jetzt das krasse Gegenteil. Das ist die schrecklichste, schlimmste Seite meines Berufslebens. Michael Steil ist Bundeskoordinator des Roten Kreuzes für die psychosoziale Notfallversorgung und bildet sonst Helfer für den Katastropheneinsatz aus. Die Betreuung traumatisierter Eltern in der Klinik ist etwas Neues. Was bringen Sie den Teilnehmern bei? Wie sind die Kurse aufgebaut? Die Kurse sind so aufgebaut, dass wir einerseits uns erst einmal die Situation der Eltern und Angehörigen, der betroffenen Eltern und Angehörigen anschauen, im Sinne dessen, was wirken denn alles an Belastungsfaktoren, an möglichen Belastungsfaktoren auf sie ein, welche Reaktionen können sich gegebenenfalls daraus entwickeln, auch möglicherweise welche Störungsbilder. Was ist, wenn es eben ein frustranes Erlebnis ist, im Sinne dessen, dass das Kind verstorben ist und nun die Eltern in der Trauer sind? Das ist so ein Block, wo wir uns mit befassen. Dann werden wir in einem zweiten Schritt uns anschauen, wie die Helfenden, sprich die Ärzte, das Pflegeteam, mit Angehörigen umgehen können im Sinne der Kommunikation und Gesprächsführung. Aber auf der anderen Seite auch schauen, was gibt es denn an aktuellen Erkenntnissen darüber, was Menschen in solchen Situationen tatsächlich hilfreich ist, wie sie denn sinnvoll, sinnhaft begleitet werden können, wie dies dann aber auch gut und vernetzt weitergeleitet werden kann, auch eben über die Zeit der Verweildauer in der Klinik hinaus. Und als weiterer Aspekt, ganz, ganz wesentlich und wichtig, wie können sich aber auch Ärzte und das Pflegeteam selbst schützen? Also wie schaffen sie es, auch dauerhaft weiterhin adäquat mit Belastungen umzugehen, mit den Schicksalen umzugehen, die sie dort tagtäglich immer wieder erleben?
Die Idee, Ärzte und Pflegepersonal stark zu machen und damit gleichzeitig den Familien der Patienten zu helfen, hatte der Verein Kleine Herzen Hannover, der sich besonders für die Betreuung von jungen Menschen mit angeborenen Herzfehlern engagiert. Er finanziert auch die Anfangsphase des neuen Projekts. Der Verein Kleine Herzen Hannover hat jahrelang erlebt, welche Krisen es auf einer Kinderintensivstation gibt, wie sehr die Ärzte, die Pflegekräfte, die Eltern leiden und haben sich überlegt, was kann man tun? Wir können nicht rund um die Uhr einen Therapeuten zur Verfügung stellen, finanzieren und somit kamen wir auf die Idee, die Feldkompetenz der Pflegekräfte und der Ärzte zu nutzen, um sie zu Kriseninterventionshelfern weiterzubilden. Nur die Ärzte, nur die Pflegekräfte? Wir werden auch darüber hinaus die Kunsttherapeutin, unsere Sozialbetreuerin, die Psychologin zu Kriseninterventionshelfern ausbilden, weiterbilden. Allerdings auch werden im Kurs mit dabei sein schon Medizinstudenten, alle die, die sich auf der Kinderintensivstation um die Eltern, um unsere Kinder kümmern, werden im Laufe der nächsten Jahre weitergebildet. Also dieser Kurs soll auf der einen Seite dazu führen, dass das Personal auf den Stationen professioneller mit diesen facettenreichen Trauer- und Krisenreaktionen umgehen kann und dadurch den Angehörigen natürlich eine noch bessere Betreuung garantieren könnte. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir das Personal dahingehend schulen, dass sie mit diesen unterschiedlichen Reaktionen der Angehörigen besser zurechtkommen und dadurch nicht so schnell zum Beispiel in einen Burnout gehen, nicht zu sehr hineingezogen werden in die Situation, sondern dass wir professioneller und stabiler mit unserer eigenen Psyche diesen Krisen begegnen können. Herr Steil, was halten Sie allgemein von der Idee, Krisenhelfer nicht im Feld, nicht draußen bei den Unfällen, bei den schweren Katastrophen, sondern in der Klinik? Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, weil das, was die Menschen, die Kräfte, die Ärzte, das Pflegepersonal vor Ort in den Kliniken zu leisten hat, erfordert ja eine ganz hohe soziale Kompetenz. Neben der fachlichen Kompetenz. Mein Erleben ist, dass das im Rahmen der Aus- und Fortbildung in den letzten Jahren deutlich zu kurz gekommen ist. Und das hat zweierlei Folgen. Nämlich das eine ist, dass es eine gewisse Scheu mitunter gibt, mit Angehörigen, mit Eltern, mit Freunden des Patienten in Kontakt zu treten. Sich auch auf der sozialen Ebene sozusagen, nicht nur auf der fachlichen Ebene, mit ihm zusammenzutun. Und auf der anderen Seite ist auch die Idee, wie ich selbst mit mir umgehen könnte, eher ja auf individuelle Art und Weise entwickelt worden, aber nie in irgendeiner Form fachlich unterstützt oder begleitet worden, sodass ich auch eine tatsächliche Orientierung darin habe. Das Projekt Krisenbegleiter in der Klinik wird von Anfang an wissenschaftlich kontrolliert, um die Kursinhalte möglichst gut den Erfahrungen und Bedürfnissen der Teilnehmer anpassen zu können. Dafür müssen viele Fragebögen ausgefüllt und ausgewertet werden. Bis jetzt ist alles noch in der Testphase, aber in ein paar Jahren soll dieses neue System der psychologischen Unterstützung bundesweit eingeführt sein.